Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video, was sich wieder mit dem Thema Kommunikation beschäftigt. Genauer gesagt geht es heute um das Kommunikationsquadrat, was auch das Vier-Ohren-Modell genannt wird. Dieses Modell wurde von Herrn Friedemann Schulz von Thun entwickelt und gibt uns einen sehr guten Überblick über die Funktionsweise von Kommunikation. Das Modell geht davon aus, dass jede Kommunikation auf vier Ebenen stattfindet. Einmal auf der Sachebene, auf der Appellebene, auf der Ebene der Selbstkundgabe und auf der Beziehungsebene. Einige dieser Ebenen werden dabei bewusst und andere werden eher unbewusst bedient. Sowohl der Sender sendet auf diesen vier Kanälen, wie auch der Empfänger empfängt auf diesen vier unterschiedlichen Kanälen. Meistens allerdings mit unterschiedlichen Botschaften. Doch schauen wir uns diese vier Ebenen anhand eines Beispiels an. Stellen wir uns ein Auto vor, was an einer roten Ampel steht. In dem Auto sitzt die Fahrerin und ihr Mann. Die Ampel springt auf grün und der Mann sagt, die Ampel ist grün. Betrachten wir in diesem Beispiel einmal, wie diese Botschaft in den unterschiedlichen Ebenen bei dem Empfänger, in diesem Fall der Frau, aufgenommen werden könnte. Schauen wir uns zuerst an, wie diese Botschaft auf der Sachebene oder mit dem Sachohr aufgenommen wird. Diese Ebene ist noch sehr logisch und rational erklärbar und wird oft bewusst wahrgenommen. In diesem Falle wird nachgeschaut, ist diese Aussage, die dort kommt, diese Botschaft richtig oder falsch und ist sie für mich als Empfänger relevant. Wenn das so ist, wird diese Botschaft aufgenommen und es wird entsprechend darauf reagiert. In diesem Falle, die Ampel ist grün. Okay, stimmt. Als nächstes schauen wir uns an, wie denn diese Botschaft auf der Appellebene aufgenommen werden könnte. Auf dieser Appellebene sieht es schon ganz anders aus. Hier wird diese Botschaft oder werden Botschaften oft unbewusst wahrgenommen und die Interpretation dieser Botschaft hat viel zu tun mit Glaubenssätzen und mit Erfahrungen, die dieser Empfänger bereits gemacht hat und die er dann in diese Aussage interpretiert. Hier könnte zum Beispiel der Fall sein, dass bei ihm der Appell ankommt, fahr endlich los. Das dritte Ohr ist das Ohr der Selbstkundgabe. Auf dieser Ebene der Selbstkundgabe interpretiert der Empfänger, also in diesem Fall die Frau, die Botschaft als eine Selbstauskunft, die der Sender, also in diesem Falle der Mann, von sich gibt. Auch dies geschieht meistens wieder sehr unbewusst. In unserem Fall könnte es sein, dass von der Frau die Selbstkundgabe aufgenommen wird, ich bin ein besserer Autofahrer. So, und das vierte Ohr, mit dem eine Botschaft aufgenommen werden kann, ist das Beziehungsohr. Auf dieser Ebene des Beziehungsohrs wird die Qualität der Beziehung zum Sender interpretiert. Also in diesem Falle wird die Frau interpretieren, wie steht der Mann zu mir und was hält er von mir? Wie ist unsere Beziehung? In diesem Fall könnte es sein, dass sie auf dem Beziehungsohr die Botschaft übernimmt, du kannst kein Auto fahren, du bist zu dumm. Ja, was bedeutet denn das Ganze jetzt für uns? Es bedeutet zuerst einmal, dass wir akzeptieren, dass es diese vier Ebenen gibt und dass sowohl der Sender wie auch der Empfänger diese vier Ebenen mit einer Botschaft bedient, ob er nun möchte oder nicht. Aus dieser Tatsache ergeben sich 16 Kombinationsmöglichkeiten, die aus einer Botschaft entstehen können. Und je nach Typ und Veranlagung hört der eine mehr mit dem Sachohr und der andere mehr mit dem Beziehungsohr. Somit ist es auch klar, warum es in der Kommunikation oft zu Missverständnissen kommt. So, was machen wir denn jetzt damit? Wie gehen wir denn jetzt damit um? Zunächst einmal ist es ratsam, das zu akzeptieren. Es zu akzeptieren, wie es ist. Und dann darauf zu achten, dass die Kommunikation richtig verstanden wird. Nochmal nachzuhaken, nochmal zu
hinterfragen, wie hast du denn das verstanden oder wie hast du das denn gemeint? Und zu akzeptieren, dass Kommunikation oft fehlerhaft sein kann. Und das Ganze ist letztendlich eine Entwicklung und ist letztendlich auch ein Training, nachzufragen, richtig zu stellen und den anderen in seiner Eigenheit und in seiner Eigenart auch zu respektieren. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wir werden später noch auf weitere Kommunikationsstile eingehen und auch darauf eingehen, wie diese unterschiedlichen Typen sich denn bilden und wie diese unterschiedlichen Sichtweisen auch entstehen können. Ich danke dir recht herzlich und bis bald.